Okay. Ich sag euch nie wieder, wenn ich anfange aufzunehmen. Ich sag es euch nie wieder. Nie wieder. Und ich schneide das auch nicht raus. Weißt du warum? Hat jemand einen guten Nickname für Crawler? Genau deswegen. So, also, wir sind hier im Captain-Turnier. Es ist das erste Mal seit 4 Wochen. Hey, ich dachte, wir nehmen jetzt Showdown auf. Verpiss dich, verpiss dich einfach. War nur ein kleiner Prank. Oh, nice joke, bro. Ein kleiner Prank. Ich glaube, mein Typ hasst uns. Wir befinden uns, glaube ich, immer noch in der zweiten Runde, ja. Wir gucken uns heute Sensory mit Lando T gegen Zack und Mega Venusaur an. Und Zack ist im Nachteil, weil Sensory hat Flying Types. Ich analysiere das Matchup. Okay. Zack hat hier ein Double-Choice-Kraft Rex Blizzard mit Urteilskraft. Double-Choice, der zweimal oben. Was einfach ohne Probleme durch Sensorys Team durchgeht. Wow. Also Zack wird hier mit Rex Blizzard mit Double-Scarf einfach gewinnen, deswegen hat er damit geleadet. 6-0, das ist mein. Der hat das Game gehackt, würdest du damit sagen? Ja. Also exposed quasi? Ja, quasi okay. Exposed. Okay. Quasi okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt alle auf 6 Kanal und wir haten den dafür. Jo. So. Ja, wäre ich auch. Am besten zeigen wir noch bei Philosophy an, weil das finde ich so. Wir zeigen ihn bei Philosophy an. Ja. Nee, die Sache ist, Talonflame mit Flare Blitz macht halt Work. Extra macht den Rest, den Talonflame nicht gewinnt. Aber Leute, und dann gibt's noch Tron. Leute. Was haltet ihr eigentlich davon, dass der Kampf vor 5 Monaten registriert wurde? Bin ich gut. Du bist ein fleißiger YouTuber. Hilfe! Na, eigentlich ist der Finalkampf auch erst gestern aufgenommen worden. Also sprich, die Kämpfer waren einfach ziemlich faul. Also wir sind eigentlich hochaktuell. Du kannst es ja auch einfach in der Nachbearbeitung verändern, das Datum. Ja, da steht eigentlich jetzt 11.09. Ja. Der Kampf wurde morgen gemacht. Das ist gut. Genau das. Wir sind Zeitreisende, Leute. Wir sind Zeitreisende. Aus der Zukunft. Wünschte, ich hätte ein Celebi, damit ich durch die Zeit reisen kann. So wie Reptane. Ich habe einen Browser, der geht ins Internet der Zukunft. So. Hätte ich kein Celebi, dann wäre mein Reiseziel in deinen Armen und da bleib ich liegen. Was? Kennt es jemand? Nein. Alligator? Sensory hat ein Tornadus, das besiegt jedes Pokémon in 6 Team. Dann hat Sensory einen Zapdos. Außer Rotom Moe und außer Gordily. Dann hat Sensory einen Zapdos, das besiegt jedes Pokémon in 6 Team. Außer Ferrothorn und Gordily. Es heißt Cradily. Es heißt Cradily. Es heißt nicht Cradily. Es heißt nicht Cradily. Es heißt Cradily. Was macht Zapdos, wenn dann fucking Venusaur ist? Also, mein Cube, du bist ein Cutter. HP Flying. Air-Cutter. Air-Cutter. Okay, Leute. Air-Cutter. Wir haben das Talent. Nasty Pass oder so? Dann bringt es sogar was. Dann das Talent Flame, das, wenn es +2 ist, gegen alles gewinnt, das nicht Cradily heißt. Dann hat er ein Lando. Ich weiß, wie er es macht. SSD. Step. Und Natural Gift Fighting. You got it, bruh. Auf jeden Fall Lando, das hat er nur dabei, weil er es mithaben muss, weil es sein Captain ist. Das ist dann Pinsir, SD und Return und gewonnen. Und dann ist da ein Drill. Das kann Ironhead und Flip. Was ist sein Team-Captain? Lando T. Wieso nimmt der Pinsir mit? Oh lol. Weil das Return hat? Achso, nee, weil es Mega-Pinsir. Ach ja, ich vergaß, dass bei dir ja die Mega-Pokémon von dem Typing zählen. Ich hab mich gerade gewundert, normales Pinsir? Ja, mir kann Mega-Pinsir nehmen. Ja, richtig. Never mind. Ja, und Zack hat Rex Blizzard, das ist wahrscheinlich sein bestes Mon vom Offensiven her. Wo das mit Ice Shard Mons treffen kann. Mehr kann es nicht machen, weil es von allem aus Beyond gewone-shottet wird, aber es könnte Ice Shard drücken. Wow. Müssen wir wirklich das Matchup analysieren? Ja, da hat ein Crobat. Das verliert gegen alles. Okay, Leute. Mein Tube ist zu unfähig zu sagen, was eigentlich Sache ist. Sensory hat absolut das Matchup und ich würde sagen, wir schauen in den Kampf rein. Okay, 3, 2, 1, los! Also ich finde, Cradily und Rotom Moe machen was, aber das bin ja... Ja, Cradily macht halt was. Cradily! Es heißt Cradily! Cradily. Und dann musst du einfach nur die Walks rausbekommen. Eigentlich heißt es ja Cradily, weil es... Der ist nicht erst Scarf, oder? Ist nicht Scarf, das kann mir jetzt niemand erzählen. Doch, natürlich ist das Scarf, pass auf. Wieso hast du die Ice Shard gedrückt? Siehst du, wie es gehabt ist? Ich finde, er hätte Ice Shard drücken sollen, weil das ist der sehr effektive Move und man drückt immer den sehr effektiven Move. Oh mein Gott! Oh, geplayed! Oh mein Gott! Was ist das? Ey, nein!
ich möchte mal auf diesen Namen hinweisen, Wolke und X-Bart. Also, ich, das ist schlecht. Lang, das Lando ich Paris. Tut mir leid. Warum heißt Lando es Lando Paris? Cool. Ich finde das irgendwie lustig, den Namen. Aber U-Turn hier, da hat er dann sehr effektiv den Switch-Out predicted. Ist der Cocky Helmet? Oh mein Gott. Nee, ist er kein Cocky Helmet. Ja, Sensory findet Leftovers immer besser. Das ist die Goldregel bei Sensory. Warum bringt der Venusaur rein? Ja, damals war es auch noch besser. Warum ist er nicht auf Bombasnow gegangen? Na, weil er halt... Oder es hat keine Lefties? Ja, weil er nicht schneller ist. Oh doch, ist aber der hat Eisschaden und kein Bedroher draußen. Der one-shottet den einfach. Nicht verarschen, wenn der Füße steht, wenn sie es auch nicht. Man sollte ja seinen Rexbisser abwerfen. Oh. Oh mein Gott, es ist mega Venusaur, werdet ihr das kommen sehen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Die Korokora hat die Venusaur für Sun und Moon released. Weißt du, das letzte Video von mir in der Art ist gar nicht so gut angekommen, das hab ich. Der hat echt HP-Eis. Ich hab grad darüber nachgedacht, ob der HP-Eis hat, ne? Wenn das jetzt HP-Eis ist. Holy shit. Was ist HP-Eis? Oh mein Gott, warum spielt man sowas? Das macht immer Sinn. Hey, gegen ein Team mit Lando T? Ja, aber das ist das Einzige, was ist drin. Counter-Team. Ich meine, es macht mehr Sinn, HP Rock zu spielen. Willst du mir sagen, dass es keinen Sinn hat gegen das Flugteam, in dem fast jedes Mann schneller ist als Venusaur? Das Flug- und Ground-Team? HP Ice zu spielen? Wird HP Rock da sogar besser. Aber das Team ist Flying Ground! Das Team ist Flying Ground! Ja und? Ground! Der spielt auch nicht Ground gegen ein Grass-Type-Team! Aber für den Fall! Nein! My God. Der hat hier Estate oder so? Kann ich mir vorstellen und dann hätte er einfach gewonnen, würde ich behaupten. Wo ist Spikes OP gegen sein Flugteam? Ah, nice Job, Digga. Buggy G-Mod. Ich glaube, ich hätte hier Estate. Aber Sensory ist nicht auf dem Level und drückt deswegen auf Return. Oh, das macht ja gar nichts! Ja, natürlich macht das gar nichts. Der Rocky Helmet sagt mir nicht, dass der Rocky... Ich sag's immer wieder, Mega Pinsir ist scheiße weak. Der hat einfach keine Freundschaft auf dem Ding. Guckt ihm an, das da sollte doppelt so effektiv, doppelt so stark sein, ungefähr. Und das hat einfach 4-5 mal so viel Schaden gemacht. Das war echt keine Freundschaft, ne? Ja, der hat einfach vergessen, die Freundschaft aus seinem Pinsir zu machen. Nee, okay. Entweder das liegt am PK-Hex, weil solche Probleme hatte ich auch mal. Und ich hab's definitiv eingestellt. Ja, ein Spiel hat Frustration. Warum wechselt der sein Pinsir aus? Was? Weil er safen möchte. Leech Seeds. Oh, so verdient das. Oh mein Gott! Geld! Fucking Play! SD! Oh, sag mal ehrlich. Hat der T-Wave? Macht der T-Wave? Lol. Erholung! Lol. Der will einfach nur den Recoil Damage jetzt ein bisschen. Der war meint, okay, er wechselt. Oh. Was? Was? Zweiter SD? Das war der zweite SD, oder? Ja, GG. Ja, es ist vorbei. Ich sag dir, der hat Focus Sash. Pass auf, Leute. Focus Sash Cradily. Wir haben Tarnstelle. Focus Sash Cradily. Es liegen Rocks. Focus Sash Cradily. Du meinst natürlich Focus Gurt. Nee, Band. Focus Band heißt es. Focus oh shit. Band Cradily. Ich verstehe jetzt nicht. Ich verstehe. Was? Okay, gut. Ja, Focus Band Cradily, es ist ja, Zeit! Es geht gar nichts mehr, irgendein Move. Es ist vorbei. Schau auf die. Oh lol. Wow. Wow. Very impressive. Wow. Weißt du, man könnte meinen, Lever ist klug genug, auf irgendwelche Rundenanzahlen zu schauen. Nee, ich lehne mich ganz nett zurück und gucke in den Kampf und das ist dann. Er guckt auf seine Capture-Card, die er jetzt seit neuem hat, ne? Richtig? Richtig, Lever? Richtig, oder? Genau auf diese. Richtig. Genau. Das ist gut. Ihr müsst wissen, Clever macht nämlich wieder Videos. Der war gut. Clever, was ist eigentlich aus Blau und Schlau geworden? Das Video ist nicht ganz auf dem Desktop. Warte, ich mache euch einen Screenshot. Sag mal, Clever, was ist eigentlich aus Queerfish und Chips geworden? Was ist ja, eigentlich aus Clevers Notizblock geworden? Also, jetzt wird es ein bisschen lächerlich. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. So, ich schicke euch jetzt einen Link, Leute. Sag mal, Clever, wann kommt eigentlich was auf Prime? Ne, Moment, das war ich selber. Hier. Ja, Leute. Also, was man machen sollte, ist eigentlich Videos für Prime News machen, die dann nicht bei Prime News hochladen. Ich habe gehört, das ist recht effektiv und hilft der Wirtschaft. Nur mein Tube.
Habt ihr die Dateien gesehen? Blau und Nein. Schlau? Nach 3. Blau und Schlau, Hashtag 4. Ja. Okay. Dann kommt eigentlich wieder ein Video, Clever. Hey, dein letztes Video war vor einer Woche? Ja, du Moron, Alter. Was? LOL, ich dachte vor 3 Monaten. Clever hat ein Video hochgeladen. Verarschen? Get out of my way, Alter. Man macht halt so voll aktiv, yo. Okay. Halt die Klappe, Clever. Ja. Hat den Play verstanden? Der hat jetzt gedoubled, weil Baronthorn nicht auch gewonshottet wird. Wow. Nee, der hat jetzt gedoubled. Er hat jetzt gedoubled, weil er den Damage auf dem Talonflame haben und es dann Eisschaden nicht kann, weil Talonflame outspeedet, aber. Ja. Also ich würde sagen, Sam Was? Warum lebt das? Zu Recht verloren. Hä? Das lebt einem plus 4, geil. Hä? Boah, alle Sturmdamage! Naja, nicht so, dass es einen Unterschied machen würde, aber. Alter, der gewinnt jetzt noch mit Rex Bizzer. Pass auf, der Scarf. Der ist soweit doch Scarf. Let's go. Let's actually go. Der Scarf Blizzard. Come on, Jessica. Come on, Rex, please. Extra Killery. Heißt du wirklich Extra Killery? Ist das dein Ernst, Sensory? Ist das dein Ernst? Sensory, auf einer Skala von 1 bis Snoop Dogg. Wie high warst du, als du diesen Namen gemacht hast? 1 bis Snoop Dogg. Da. Ich bin Extra Killery. Wisst ihr, ich hab ja in Rocket League Lessons gespielt und da war ja auch einer, der hieß Obi-Wan Swaggenobi. Wow. Der war schon next level. Also das war schon ein guter Name. Ich fasse diesen Kampf zusammen. Der war gut. Brave Bird! Moment, das hast du nicht richtig gemacht. Ich sing's jetzt wie das zweite Death Note Opening. Brave Bird! Ich hoffe, ich habe übersteuert. Ja. Nee. War schön, Leute. War ein schöner Kampf. Ich habe heute wieder viel geschrieben, meine Nachbarn. Wir Padphone-Users. Die Zuschauer hassen mich auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Abonniert Clever. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut raus. Levis, warte, stopp. Die müssen Clever nicht abonnieren. Die müssen Clever nicht abonnieren. Es reicht auch, wenn sie alle 2 Monate mal nachgucken. Da kommt dann irgendwann mal ein Video rein. Bitte? Wieso? Das stimmt überhaupt nicht. Stimmt, alle 3 Monate. Das reicht auch aus. Das ist halt das Besondere an meinem Kanal. Wisst ihr noch, als Cringe einen Upload-Rhythmus von 6 Wochen hatte und teilweise Videos hatte, aber sie ihn hochgeladen habe, weil er noch 3 Wochen Zeit hatte? Wisst ihr noch, als Cringe 3 Videos hatte und irgendwie 300 Abos? Das war ein bisschen traurig, Instant. Oder? Das war ziemlich traurig. Ja. Wo Cringe jeder angepisst war. Cringe ist einfach der krasseste Typ auf YouTube. Also Leute, geht jetzt einfach zu Captain Cringe, lasst ein Abo da. Ich finde, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, er hat es nicht abonniert. Sind noch damals. Toll, der hat fast 1500 Abonnenten. Was ist los da? Ja, ist halt noch Kapton damals, als ohne irgendein Video 150 Abos hatte. Wir sind noch damals, als Leute ohne Videos in die GPL gekommen sind. Ja, das waren Zeiten. Tschüss. Tschüss. Clever.